Ja, da müssen wir uns einmal eben teleportieren. Und zwar... Jetzt sind wir schon hier, ne? Und mit den Wächtern jetzt hier... Weiß nicht, ob er jetzt dann irgendwie mit dazukommen würde, wenn wir jetzt hier kämpfen. Aber alleine jetzt gegen die beiden Wächter, das ist auch noch ein Ghoul. Aber komm, das schaffen wir doch gar nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Vergiss es. Da müssen wir nochmal wieder herkommen. Ich versuche mal hier einmal dran vorbeizuschwimmen. Weil hier ist ja auch nochmal so ein Strandabschnitt, ne? Da sind noch Kobolde. Komm, die probieren wir mal. Na? Jetzt habe ich die Ente mit erwischt. Ah, jetzt ist Horace wieder dabei. Sehr schön. Na? Was für ein Kampf! Die Viecher gibt es wirklich überall. So, Moment mal. Ich mach mal eben hier so eine Kristallfackel an hier. Da nicht noch ein Getränk. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Können wir nicht nehmen. Oha. Das war ein Kampf. So, das war die Kristallfackel. Hat noch nicht lange gehalten, ne? Ich mach noch meine an. Ich greife an!
Die Viecher gibt es wirklich überall. Drei Stück hier von den Drachensnappern. Horrors. Okay. Da vorne! Was für ein Kampf! Also da haben wir noch eine 60er Truhe. Ein Kniebrecher, Schaden 30 bis 80, Hiebwaffen plus 5. Gar nicht mal schlecht. 21 Gold, ein Besen und ein Handspiegel. So, ich meine, dass das die bessere Waffe ist, ne? Hier war noch ein Strand. Ja, Man sieht auch so schlecht gerade, ne? So, da haben wir noch mal einmal Papageienflug erhalten. Das könnte natürlich sein, dass wir jetzt irgendwie hinfliegen könnten, aber ich sehe das jetzt auch so schlecht von hier aus. Und ob wir da irgendwie nochmal auf so eine Insel oder sowas gelangen könnten, aber ich denke mal, dass wir da auch irgendwie von der anderen Seite hinkommen, wenn wir dann von hier da so rüber und auch hier durch diese Höhle, das kriegen wir auch von diesem Strandabschnitt aus auch hin, ne? Ich würde am liebsten hier diese Wächter noch platt machen und dann wieder zurück ins Lager. Wir probieren das jetzt zu zweit, wenn wir den Horrors wieder dabei.
Da müssen wir jetzt mal eben einmal hier durch die Nacht mal eben durch. Das geht jetzt nicht anders. Und dann mal schauen, was da in dieser Höhle ist. Er wollte uns ja Bescheid geben, wenn wir genug Kristalle gefunden haben. So, dann schwimmen wir noch mal hin. Und ich speichere schon mal ab. Den Schmerz, der da habe ich noch auf der Leiste. Ich meine, den anderen Wächter, den haben wir ja ganz gut hinbekommen. Mal eben sehen. Ein verdammter Schattendämon. Ja. Na, okay. Na, die greifen gar nicht an hier, ne? Ist jetzt irgendwie so ein bisschen buggy hier gerade, ne? Fest. So, hau raus, wie haben wir das hinbekommen? Wo bist du überhaupt? So, der hat ein grünes Herz, zweimal Kralle und einmal Schädel dabei. Ein grünes Herz. Mhm. Horas ist irgendwie irgendwo hängen geblieben. Wir haben jetzt hier eine 10er Truhe. So, einmal Fackel, Schrot, Gold, Silberbecher, silberne Karaffe, schwarze Perle und ein Rubin. Na, da kommt Horas, ne? Der Ghoul. Einmal Kralle, einmal Knochen. Gut, dann haben wir hier diese Höhle. Hoffen wir mal, dass da nicht noch größere Monster warten, wenn es hier nur die Wächter sind. Die bewachen ja auch irgendwas, ne? Und es ist nicht nur die 10er Truhe, aber Horas irgendwie, so richtig, ich weiß gar nicht. Aber ich hatte ihm gesagt, er soll warten, ne? Kommt er jetzt mit oder wie ist es? Na komm her. Na? Ja, kommt. Aber so richtig überzeugt ist er auch nicht, ne? Na, komm her. So, hier geht's nicht weiter. Da ist irgendwie so eine kleine Nische in der Decke. Nee. Da geht's irgendwie nicht weiter. Mm-hmm.
So, ich denke mal, ich teleportiere uns mal eben hier ins Lager. So, dass wir noch mal eben kurz übernachten. Hier will ich hin. So. Und dann werden wir den ursprünglichen Weg mal weitergehen. Zu diesem Monolithenstein. Jetzt kommt hier wieder so eine Traumsequenz, ne? So, noch mehr Seelenstaub. Ein bisschen was. Hier. Aha. Seele minus eins. Und wir schlafen bis zum nächsten Morgen.